Auf ein Wort, Herr Bürgermeister, und einen Punsch dazu. Der kühle Wind konnte die Haschendorfer nicht davon abhalten, sich zum beliebten Bürgermeisterpunsch bei der Feuerwehr zu treffen. Beim Plaudern und Beisammensein wärmte der süße Umtrunk Bauch und Gemüter. Es ist heute für uns in dem Gemeindegebiet der zweite Bürgermeisterpunsch da in Haschendorf. Wir hatten letztes Wochenende schon den Bürgermeisterpunsch in Ebenfurt im Stadtpark. Ja, und wie man sieht, wir sind auch bei beiden immer sehr gut besucht. Egal wie die Wetterlage ist, es hat kurz vorher ein bisschen getröpfelt, aber das schreckt die Leute nicht ab. Im Gegenteil, jetzt kommen wieder welche. Also wir werden noch längere Zeit heute dastehen. Ich freue mich einmal, dass wir diesen Tag heute wieder erleben dürfen. Das ist schön. Die Menschen nehmen diese Einladung sehr gerne und dankbar an. Und als Bürgermeister freue ich mich natürlich, wenn es einen Platz der Besinnung gibt, wo man sich auch austauschen kann. Auf diesem Platz, sage ich einmal, geht es schon knappe 20 Jahre, zwei Jahrzehnte. Wir haben das ziemlich bei meinem Amtsantritt eingeführt, Bürgermeisterpunsch. War mir ein besonderes Bedürfnis und es leitet ja grundsätzlich die schöne, ruhige Adventszeit ein. Und ich glaube, dass es auch eine Zeit ist, wo die Menschen zumindest in diesen einigen wenigen Wochen im Jahr etwas ruhiger werden, obwohl die Zeit immer hektischer wird und vielleicht ein bisschen in sich gehen und nachdenken. Sind die Menschen schon mit Anliegen zu Ihnen gekommen beim Plaudern? Also zu meinem Amtsantritt vor über zwei Jahrzehnten habe ich eine Parole ausgegeben. Dort, wo ich stehe und gehe, dort, wo ich mit dem Rad fahre, wo ich bin, ist auch Sprechstunde. Und das nützen die Menschen gerne und haben sie auch heute schon häufig genützt. Was gibt es denn heute für einen Punsch zu trinken? Ja, wir haben den obligatorischen Kinderpunsch, dann haben wir einen Orangenpunsch und ganz speziell einen Schilcherglühwein, den man halt nicht überall und immer kriegt, sondern eben bei uns hier Schilcher, wirklich eine Weiterempfehlung dann. Warum glauben Sie, trinkt man denn so gerne Punsch? Ja, also ich glaube, das ist jetzt dann, wenn es jetzt anfängt, also diese neblig, trübe, kältere Jahreszeit, freut man sich, wenn man trotzdem ein bisschen beieinander stehen kann und was Warmes zum Trinken in der Hand hat, was ein bisschen wärmt auch und man kann halt doch im Freien ein bisschen länger beieinander stehen bleiben und sich von innen ein bisschen wärmen. Der Punsch ist großartig, wir haben den Schilcher Glühwein gewählt. Und es gibt ja diverse Brötchen, die geschmiert sind. Also es ist jedes Jahr ein Event, hierher zu kommen. Aber eigentlich nicht wegen der Verpflegung, sondern weil der netten Leute, die man hier trifft, kennenlernt. Und ich muss sagen, wir sind ja doch relativ neu in der Gemeinde. Und es ist schön, wie man sich engagiert, neue Mitglieder zu integrieren.